just so sweet. People stop when you walk down the street. You're so clever, you're so fine. You may waste your money, but you never waste your time. Well, you do what you have to do. That's no crime. No crime. Alles ruhig, wie immer um die Zeit. Perfekt. Und ein spezielles Angebot für Sie, meine Damen. Der Duft von Große Weite Welt in unserer Beauty-Abteilung um nur 275. Und in der zweiten Etage in unserer Haushaltsabteilung wartet das wahre Hausfrauenglück auf Sie. Na, meine Damen, womit werden Sie denn Ihre Gatten überraschen? Haben Sie schon unsere Schlankheitscreme probiert? Wo liegt denn unsere Problemzone? Unsere Problemzonen? Billy, der Lautsprecher möchte wissen, wo unsere Problemzonen sind. Wart noch. Ich hab's im Gefühl, wenn's losgeht. Einkaufsspaß, Einkaufsvergnügen. Einkaufsspaß, wenn ich das schon höre. Wir sollen uns dabei amüsieren, wie uns dieser Gigolo eine Salatschleuder aufschwatzt und über Lautsprecher von unseren Problemzonen daherredet. Weißt du, wo meine wahren Problemzonen sind? Hier im Kaufhaus und daheim in der Küche. Wie meinst du das? Weil diese Orte garantiert spaßfrei sind. Kannst du mir sagen, warum immer nur die Männer Spaß haben dürfen? Warum dürfen wir nie mitmachen? Der Heinz sagt, das ist Männersache. Ich besorge die Strümpfe. Na, das ist ja allerhand. Nein, das ist schwer. Seine Haut ist empfindlich, hoffentlich kratzen sie nicht. Ich bin soweit. Okay. Also, Heinz, bevor es losgeht. Der Motor bleibt an, sonst kommen wir wieder nicht weg. Und sperr nicht wieder die Autotür ab. Ich gehe als Erster rein, du gleich hinter mir, du bleibst am Eingang und sicherst. Und wenn jemand Mucken macht, schießt an die Decken, beim zweiten Mal ein bisschen tiefer. Und keine Nerven zeigen. Wir sind Profi, klar? Ich glaube, Herrmann. Bring Glück. Also, los geht's. Bitte, wann hast du das letzte Mal die Gefahr so richtig ins Auge geblickt? Du meinst so richtigen Gefahren? Ja. Eigentlich nicht. Oh ja, war doch gestern. Da hat mich die Kabelaufrollautomatik meine Staubsauger stranguliert. Diese Python. Das ist aber auch wirklich die einzige Bedrohung in unserem Leben. Und unsere Männer, die stehen gerade in einer Bank, die Waffen im Anschlag und rauben und schießen sich den Weg frei und flüchten mit Vollgas. Ja, das hin. Das darf ja nicht wahr sein. 30 Sekunden vor einem Banküberfall zerfetzt du deine Maskierung. Da gibt's irgendwas Bläderes, was man tun kann. Naja, 30 Sekunden nach Beginn des Überfalls wär's wahrscheinlich noch blöder. Der letzte Coup ist platzt, weil du übersehen hast, dass an dem Tag Nationalfeiertag war. Und der Coup davor ist schiefgegangen, weil du in letzter Minute draufgekommen bist, dass deine Nachbarin in der Bank arbeitet und die blind erkennen wird. Manchmal habe ich das Gefühl, du bist ein verdeckter Kieberer. Auf Verbrechensvorbeugung. Entschuldigung, auf der Backen ist geschnappt, elastisch und hautfreundlich. Hör zu. Du wartest jetzt da und versuchst, möglichst keinen gravierenden Fehler zu machen. Wirf deinen Führerschein nicht aus dem Seitenfenster und ruf mir nicht nach, ob ich wohl meine Pistole dabei habe. Ich trau das Ding jetzt ohne dich. Was, ohne mich? Ja! Oder willst du so mit reinkommen und allen deine neueste Sommerkreation vorführen? Die Cabriolet-Version von einer Gesichtsmaskierung? Ja, aber wer soll den Eingang sichern? Na, du vielleicht? Damit die alle ein paar Minuten lang anstarren? Ja, Mann, jetzt verlier gleich die Nerven. Schau, das ist ein Ballmaster. Geh einfach rein und kauf ein paar Damenstrümpfe. Und in 3 Minuten geht's los. Bravo, bravo. Da die Bank gegenüber der Maskierungshop. Ja. Joint Venture. Ich bin gleich wieder da, okay? Was unterscheidet denn einen Gangster von einer Gangsterbraut, Billy? Hm?
Na, der Heinz ist der Gangster und ich bin eben seine Gangsterbraut. Das da. Die sieht aus wie echt. Hey, wohin willst du? Also bitte, meine Frau hat gesagt, sie hat 90. Ja, aber das ist ein italienischer BH und da gelten andere Größen. Na super. Seit einem halben Jahrhundert arbeiten die gesamten Regierungen Europas an einem gemeinsamen Markt. Jetzt haben wir ihn, jetzt ist alles genormt, nur die BHs nicht. Jeder Mostapfel zwischen Andalusien und dem Polarkreis haltet sich daran, nur der Busen nicht. Na, der Busen ist eben kein Mostapfel. Entschuldigung, bitte, selbst wenn eine Melone wäre, gibt es da einwandfreie europaweite Normen. Also da tritt ja noch eher die gemeinsame Währung in Kraft, bevor die in Brüssel die Euro-Oberweiten beschließen. Entschuldigung, ich bräuchte noch ein paar Nylonstrümpfe dringend. Sofort. Welche Farbe? Dunkel, aber durchschauen sollte man schon können. Ja, dringend, was? Ich schau gleich nach. Also bitte, welche Körbchengröße hat denn jetzt Ihre Gattin? Na, also schon eher Oberliga, was? Wo willst du hin? Wollten wir nicht noch Wonderbras ansehen? Adele und der Wonderbra, nichts da. Pass auf, siehst du den Spaßvogel hinter mir? Dem werde ich jetzt zeigen, was ein Bomben-Sonderangebot ist. Sie wollten ein paar dunkle Nylons? Ja, bitte. Sie brauchen es gar nicht einpacken. Was macht das? Wir gratulieren herzlich. Wir gratulieren unseren 100.000. Kunden. Herzlichen Glückwunsch. Gratuliere. Gratulation. Alles Gute. Verehrte Kundinnen, liebe Shoppingfreunde, wir starten jetzt ein Angebot, das es noch nie gab und auch nie wieder geben wird. Du machst jetzt ganz klitzekleine Staunepreise, ganz mini. Sonst geht das Magnum-Kaliber ab, okay? Während der nächsten 10 Minuten kostet alles, was Sie kaufen, 30%, 40%, alles, was Sie kaufen, kostet die Hälfte. Und ich schwöre, es war nicht meine Idee. Gilt das auch für Schlauchboote und Nudelmaschinen? Ganz egal, wie viel man kauft. Kaufen Sie so viel Sie wollen, meine Damen. Alles kostet nur die Hälfte. Ausnahmslos. Und mir kostet es mein Job. Zack, zack, Hände weg von meinem Kumpel und keine Mucken. Ist nur ein guter Tipp von mir. Wir sind eiskalte Profi. Na, endlich. Was spinnst denn du? Was hast denn du alles gekauft? Blumen für den Kassier? Ich hab gewonnen. Meine Damen und Herren, bitte sehr, wir werden das sogenannte Angebot von Ihnen unterschreiben, sofort überprüfen. Aber mir ist davon nichts bekannt. Es ist zuerst alles minus 15% ab, dann steht alles nicht mehr. Wartet alles ab. Was ist denn da vorne los? Die 10 Minuten sind hier schon. Genau, die wollten es hinhalten. Wo steht das überhaupt mit dem Sonderangebot? Ja, der da hinten hat's gesagt. Ciao, Bello. Liebe Shoppingfreunde, das Angebot gilt nicht. Es hat nie gegolten. Die elektronische Salatsteuer jetzt wieder um 8,99 €. Zu mir. Taxi! Sonderangebote! Bitte, was soll ich machen, wenn ich der 100.000. Kunde bin? Hä? Vielleicht kann man Überfall ja trotzdem noch machen. Die Reporterin ist eh gleich weg. Ah ja, sicher, sicher. Du hast dich ja besonders unauffällig verhalten. Nur noch schnell ein paar Erinnerungsfotos mit späteren Zeugen. Sehr mutig, raffiniert. Das glaube ich ja alles nicht. Waffe weg!
gesichert. Wird natürlich geteilt. Welche Beute? Und die Gutscheinmünzen da? Die habe aber ich gewonnen. 50-50. Wieso? Das hat doch mit dem Überfall nichts zu tun. Ich war da 100.000 Sekunden. Die Sachen gehören mir. Weißt du, was man mit Ganoven macht, die Beute unterschlagen? Das ist aber keine Beute. Du, das ist das dritte Mal hintereinander, dass wir ohne was nach Hause kommen. Die glauben ja schon langsam, wir machen jedes Mal einen Schaufensterbummel. Die Adele hat mich geheiratet, weil ich ja echt ein Killer-Typ bin. Sonst hätte sie auch einen braven Waschlappen heiraten können. Für sie bin ich Hermann, der Gangsterkönig. Und der bleibe ich auch. Also her die Münzen. Und die halben Blumen. Adele, du hast recht. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum wir mit den Jungs nicht gemeinsame Sachen machen sollten. Ist ja heute durchaus üblich, dass Frauen ihren Männern bei der Arbeit zur Hand gehen. Wem sagst du das? Aber ich fürchte, bei unseren Männern werden wir auf Granit beißen. Gangster, Päpste. Und die Müllabfuhr, das sind die konservativsten Berufsgruppen. Und Bonnie and Clyde? Im Kino. Im wirklichen Leben sieht doch alles ganz anders aus. Schau doch mal in die Nachrichten. Wie viele Bankräuberinnen gibt es denn? Puh. Wahrscheinlich sind sie einfach schlauer. Und werden nie erwischt. Hey, die Jungs sind zurück. Ah ja? Oh Mann, der Heinz wird Augen machen. Ich bin so gespannt. Wieso? Na, immerhin hat er einen Überfall hinter sich. Er ist so cool. Verstehst du, mir gleich eine? Ich gleich viere, du hinter mir her. Du bleibst am Eingang und sicherst. Ich gleich noch viere und ich schrei noch die Kassette her, aber Dali und keine Mucken. Genau so war es, okay? Na, Hermann? Wie war's? Hallo, Heinz. Sag mal, Billy, was machst denn du da? Ich hab die Adele im Kaufhaus getroffen. Sag mal, wie schaust denn du aus? Schick, was? Na, sag schon, Hermann, ist endlich einmal alles glatt gegangen? Endlich einmal. Ich hab's ja keine Ahnung. Wenn man den ganzen Tag im Kaufhaus verbringt oder beim Friseur sitzt, schaut die Welt natürlich ganz anders aus. Na bitte, wo hat's denn diesmal geklemmt? Nirgends. Ich stürm eine, der Heinz mir nach, ich sofort nach vor. Der Heinz sichert alles wie geplant. Ich schrei die Kassette her, aber Dali und keine Mucken. Zack, zack, haben wir abkassiert. Zack, sind wir draußen und eine ins Auto und zack, daher. Auf der Flucht haben wir noch ein paar Haken geschlagen. Reine Routine. War's nicht so, Heinz? Ich bin stolz auf dich. Na ja, ne, ein kleiner Kuh. Wo ist eigentlich eure Beute? Na ja, in einem Punkt haben wir den ursprünglichen Plan ändern müssen. Die Bootsparkasse kommt als nächstes dran. Was war heute dran? Du, ein Geschäft. Und das habt ihr erbeutet? Ist da. Gutscheinmünze für Unterwäsche? Und ein Blumenstrauß. Na, alle Achtung, ihr seid ja wirklich zwei ausgekochte Gangster. Hermann, könntest du bitte morgen einen Kreisel überfallen? Ich bräuchte einen Liter Milch und 5 Eier. Adele, ich muss mich mit vielen Dingen herumschlagen. Hochmoderne Alarmanlagen, automatische Kameras, gefinkelte Sicherheitstieren, heldenhafte Polizisten. Das ist ja gut, Hermann, das ist ja gut. Wollte ich ja nicht kränken. Ja, die Sibylle und ich, wir haben uns halt vorhin gedacht, ob wir euch nicht bei euren Kurs helfen könnten. Dann wären wir zu viert, es wäre alles viel leichter. Wir hätten auch unsere Ideen, nicht wahr, Sibylle? Ja, wie Bonnie und Clyde. Mhm. Wer? Na, das Pärchen im Film. Sibylle, auf was für Ideen du kommst. Ach so, sicher wie im Film. Ja, dass ich da nicht so selber draufgekommen bin. Hermann.
wir wollen euch eure Position hier auf gar keinen Fall streitig machen. Ich meine, ihr habt da viel mehr Erfahrung als wir und so, aber mit uns wäre alles viel leichter. Wir hätten auch unsere Ideen. Und ich meine, was unterscheidet einen Gangster von einer Gangsterbraut? So ein Zupferl. Also, ich stelle mir das so vor. In die Küche, machen wir was zum Essen. Was? Schnauze! Ich hab nichts gesagt. Aber eh. Dann machen wir was zum Essen, gehen wir. Was ist? Gehen wir, hab ich gesagt. Keine Hirngespinste, ich will jetzt was zum Essen. Gangsterbärchen. Bonnie und Clyde. Ich sag's immer, das Fernsehen bringt die Weiber nur auf blöde Gedanken. Ist das so witzig? Das ist wegen dem Zupfer. Schade. Ich hab schon gedacht, die lassen uns wirklich mitmachen. Was machen wir jetzt mit den Sachen? Ich leg die Pistolen einfach zu deinen Küchengeräten. Der Hermann schaut bestimmt in keine Lage. Ich glaube, du hast recht. Kannst Gift draufnehmen. Für die beiden ist es sicherer, sich auf der Flucht den Weg freizuschießen, als einen Dosenöffner zu bedienen. Das meine ich nicht. Was meinst du denn? Du hast einmal gesagt, dass man deshalb nie etwas von Bankräuberinnen hört, weil sie sich nicht erwischen lassen. Stimmt, habe ich gesagt. Was ist, wenn das wahr ist? Bonnie ohne Kleid. Nein, das wäre dem Heinz nie recht. Das ist doch wurscht. Na komm, das ist doch nicht wurscht. Ich bin seine Frau, habe ihm ewige Treue geschworen. Ah ja? Wie hat denn der Schwur gelautet? Ich werde zu ihm halten in miesen und in lausigen Tagen und nie ohne seine Erlaubnis eine Bank plündern, bis dass der Knast uns scheidet. Ich weiß nicht. Es war eigentlich keine Hochzeit im traditionellen Sinn. Soll ich dir sagen, wie ich ihn kennengelernt habe? Erzähl. Ich war Stubenmädchen in einem Hotel. Ein Scheißjob. Ja, bitte. Kaffee oder Tee? Baby. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass deine Augen blau sind wie Aquamarin? Der Herr auf Zimmer 27. Und hat dir schon jemand gesagt, dass deine Lippen rot sind wie ein Ferrari? Ja. Das hat der Herr gesagt, der letzte Woche hier gewohnt hat. Ist ja egal. Hey, Baby, das hier ist kein Job für dich. Du hast was Besseres verdient. Komm mit mir. Genau so hat es gesagt. Dann hat er mir einen Verlobungsring geschenkt. Ehrliche Worte. Es segne euch, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Gott, wir waren so glücklich. Der Heinz war immer irgendwie anders. Voller Einfälle. Der Hermann auch. Aber meistens blöde Einfälle.
Eins, H1 und H2. Die Behebung bei der Sparkasse war heute leider nicht möglich. Wir werden die Transaktion zu einem späteren Zeitpunkt nachholen. Der H2 hat die Kontonummer vergessen. Das stimmt überhaupt nicht. Das Problem war das... Gusch, H2. Wir melden uns wieder. Sag mal, was soll das heißen? Der H2 hat die Kontonummer vergessen. Immer bin ich der Blöde. Ja, was soll ich sagen? Der H2 hat im BH-Shop den Jackpot gerissen. Bitte sei ein Profi. Wir planen jetzt unseren nächsten Coup und vergessen alles Weitere. Der Capo will Resultate sehen. Schlag vor, wir nehmen als nächstes einmal eine Tankstelle wieder. Da kann man angenehm zufahren. Und dann Quatsch schicken wir aufs Klo Botschen bicken. Die Gebera, Scheiße. Lass die Beute verschwinden. Du Hirn? Was? Wir haben eigentlich überhaupt nichts verbrochen heute, oder? Ich hab das Zeug doch gewonnen. Entschuldigen Sie, gehört dieses Auto da Ihnen? Ihr Auto verliert Öl, ich habe unten reingeschaut. Und? Wissen Sie denn nicht, dass ein Liter Öl ungefähr 1 Million Liter Grundwasser verseuchen kann? Schau, Burli, geh hinter das Haus und rauch eine. Nein, danke, davon kriege ich nur Lungenkrebs. Dann such dir ein paar Mädels mit Miniröcke, da kannst du unten reinschauen. Das ist sexuelle Belästigung. Hopfengatsch. Was wollte denn der Kleine? Nix. Die Jugend von heute ist total verdorben, die interessieren sich für überhaupt nichts mehr. Wir waren da noch ganz anders. Also, wir machen es wieder wie beim letzten Mal. Wir geben falschen Alarm, die Kieberer hetzen zu der Tankstelle hier. Inzwischen räumen wir seelenruhig die Tankstelle hier in unserem Revier aus. Ein Heimspiel. Was gibt's denn? Wir haben was zum Besprechen. Ich weiß. Aber ich wollte nur fragen, ob wir vielleicht nicht doch... Raus jetzt! Sibylle, bitte. Na bitte, Bill, ich hab's dir gleich gesagt. Ach, macht nur weiter und diskutiert eure Schnapsideen, den Uraltrick mit dem falschen Alarm. Können den Polizeikommissariat schon die Zielattrappen? Sprechen Sie nach dem Signalton. Ich bin's, H1. Wir werden morgen voll tanken gehen. Wir melden uns danach. Buh, bringt sie. Ganzen Bräute da. Das werden sie schon machen. Die Adele hat gesagt, sie veranstaltet eine Küchenmaschinenparty. Da erklären sie die Hausfrauen die Küchenmaschinen. Puh, die Sorgen möchte ich haben. Also, das hier, Kinder, ist die Patrone, die wird da reingeschoben. Sichern, entsichern. Ja. Von der Handhabung her ist das Ganze kein Problem. Es ist sicher, präzise und effizient. Bitte, Billy. Wie gezielt man damit verzieren kann. Das Prinzip ist genau dasselbe. Und die ist echt, ja? Schaut ja gar nicht so schwierig aus. Das ist ja ein Ananasöffner, viel komplizierter. Mhm. Und mit diesem kleinen Ding hier ist die Kanone leiser als ein Mixer. Toll. Und wie oft muss man dann nachfüllen? Nach 6 Portionen. Nicht schlecht, die reicht nur für 4. Naja, gut, aber was haben wir eigentlich vor damit? Damit machen wir einen kleinen Gangsterbrautausflug. Unsere Gangstergatten werden morgen die Polizei zu einer Tankstelle schicken und inzwischen eine andere ausrauben. Und was machen wir? Wir werden die ausrauben, zu der Hermann und Heinz die Polizei schicken. Und? Was werden die Polizisten dann mit uns machen? Gar nichts.
Die werden nämlich gar nicht dorthin fahren. Die kennen den alten Trick mit dem falschen Alarm längst. Adele, der Überfall von den beiden ist schon heute Nachmittag. Na. So wie ich die alte Kiste vom Hermann kenne, frühestens morgen. Hermann? Wie lange hat denn die Tankstelle offen? Bis 7. Ob sich das noch ausgehen wird? Heute nicht mehr. Scheiße. Was müssen die so früh zusperren? Wenn man die Tankstelle am dringendsten braucht, sind sie zu. Gibt's Probleme, Schatz? Sag's mal, wär's nicht besser, statt der alten Kiste ein zuverlässiges Auto zu fahren? Naja, ich will mich ja nicht einmischen in Dinge, von denen ich nichts verstehe. Baba, ihr zwei. Wir müssen was besorgen gehen. Ist so cool. Ja, so sweet. Boah, der ist geil. Der zieht sich ja mörderisch an. Na, nicht schlecht. Nein, Kinder. Wir brauchen ein nicht so auffälliges Auto, in dem wir 4 Platz haben, plus Beute und Geiseln. Geiseln? Man muss für alle Fälle gerüstet sein. Schau, eine schwarze Limousine. Vergiss es, Billy. So blöd sind nur Männer. Die suchen sich ihre Autos nicht mit Köpfchen aus. Und was dabei herauskommt, das wissen wir ja. Auf was für ein Auto warten wir denn? Wir warten auf ein Auto, aus dem wir 4 herausschauen können und zum Polizisten sagen, Entschuldigen Sie, Herr Inspektor, aber wir haben so eilig, wir müssen unsere Kleinen vom Kindergarten abholen. Und der Herr Inspektor wird sagen, na gut, meine Damen, aber das nächste Mal fahren Sie halt ein bisschen langsamer. Da, der da. Los, alles wie besprochen. Toi, toi, toi. Schließlich habe ich aber für Saugen bezahlt. Ja, sag ich's nicht, sind ja Anfängerinnen. Sie wissen schon, wegen der Quotenregelung. So ein Unsinn. Jetzt kann ich das Auto zu Hause selber aussaugen. Wenn Sie sich im Büro beschweren, dann bekommen Sie einen Gutschein für einmal gratis waschen. Das ist ja wohl das Mindeste. Die beiden Aussichtsgeräte sind komplett irrsinnig. Sie sind einmal. Geht's los. Morgen geht's los. Hallo Polizei. Ich bin überfallen worden. Au, au. Überfallen. Na, Überfall. Mhm. BP-Tankstelle. Wagnerstraße. Sagen Sie. Und wie ist denn der Name? Ich bin der Tank. Ich bin der Tankwart. Oh.
Und von wo rufen Sie uns an, Herr Tankwart? Von der Tankstelle. Von der Tankstelle. Kommen Sie jetzt, oder was? Na also. Mausi? Ja, ich bin's. Ein fingierter Notruf wegen einem Überfall auf die BP-Tankstelle Wagnerstraße. Der Anruf hat sich von einer Telefonzelle in der Nähe der Avanti-Tankstelle Ankerweg gemeldet. Gib das bitte an dem Chef weiter. Das könnte wieder mal eine besonders schlaue Finden sein. Ich mach nur noch den Routinecheck. Ja, Bussi, Papa. Ja? Polizei? Das soll das ein Witz sein? Nein, ich bin nicht überfallen worden. Ist in einem Fahrt oder was? Ich schlag vor, machen wir das umgekehrt. Wenn ich überfallen werde, rufe ich Sie an, ja? Und? Haut hin, die haben nichts gemerkt. Soll ich den Polizeifunk abhören? Nicht notwendig. Wir warten jetzt ein paar Minuten und dann gehen wir voll tanken. Aber nur große Scheine. Zehnerpackung. War im Angebot. Okay, los. Wart noch. Du weißt nicht, ob's im Gefühl, wenn's losgeht. Los. Scheiße. Scheiße, so ein Pech. Wieso sind die da? Die haben doch keine Ahnung. Die wissen überhaupt nicht, dass wir... Warum? Ja, vielleicht haben sie einen Tipp bekommen. Ja, von wem denn? Von mir vielleicht? Ich hab doch die am Telefon 1 auch austrickst. Verdammt nochmal, der ganze Plan im Eimer. Ich schau den Polizeifunk ein. Ist schon ein Wagen in der Wagnerstraße? Na bitte. Perfekt hätte es geklappt. Wir sind mit der BP-Tankstelle Wagnerstraße. Ein Raub. Keine Verletzten, keine Täterbeschreibung. Ein Raub? Wieso ein Raub? Chefinspektor Stumpf wird gleich eintreffen. Der Stumpf? Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Die Tankstelle ist ja gar nicht ausgeraubt worden. Das war ja nur ihr am Telefon. Vielleicht war es einfach sehr überzeugend. Das schau ich mal an. Das ist ja selber nicht, Herr Inspektor. Zuerst kriege ich einen Anruf von der Polizei. Der fragt mich, ob ich ausgeraubt worden bin. Sag ich, nein, leg auf. 5 Minuten später ist die Kasse leer. Wie ist Ihnen irgendwas Außergewöhnliches aufgefallen? Ist das vielleicht nicht außergewöhnlich genug? Was schauen Sie bloß, weiß ich. Auf der Polizeischule ist uns immer gesagt worden, wir sollen fragen, ob den Zeugen irgendetwas Außergewöhnliches aufgefallen ist. Außerdem warte ich ja nur, bis der Herr Chefinspektor eintrifft. Also. Ist Ihnen außer dem Außergewöhnlichen noch irgendetwas besonders Außergewöhnliches aufgefallen? Menü, Shift, Enter. So ein Kack! Was ist denn? Meine Frau hat mir zum Geburtstag den elektronischen Notizblock da geschenkt und ich komme noch immer nicht aus. Ach, jetzt sind die Notizen auch noch weg. Naja, ist eh nur ein Tankstellenraub, aber. Seltsam, sehr seltsam. Zuerst ein falscher Alarm und dann wird dieselbe Tankstelle kurz darauf ausgeraubt. Und was schließen wir daraus? Daraus schließen wir überhaupt nichts. Was soll ich daraus schließen? Bin ich der Derek? Seltsam, sehr seltsam. Zuerst gebe ich einen falschen Alarm und dann wird die Tankstelle wirklich ausgeraubt. Und was schließen wir daraus? Nix. Was soll ich daraus schließen? Bin ich der Derek? Hermann Fleck und Heinz Kuppel, alte Bekannte, Freunde der unbeschränkten Selbstbedienung unweit einer ausgeraubten Tankstelle. So ein Zufall. Darf ich bitten? Also, Sie behaupten also, zur Tatzeit zu Hause gewesen zu sein. Nein, ich war. Das haben Sie aber ausgesagt. Blödsinn, das habe ich nie gesagt. Das ist vielleicht ein Klumpert. Also, wo haben Sie gesagt, waren Sie zur Tatzeit? Mit Heinz Kuppel unterwegs. Aha.
Am besten wird es sein, du schreibst mit, Alfred. Wozu hatten Sie zwei Schusswaffen bei sich? Nur so. Aus Vorsicht. Und was haben Sie bei der Tankstelle gemacht? Tanken. Ich wollte nur so ein bisschen die Zeit vertreiben. Mit Nummerntafelraten. Und das Funkgerät? Hobby von mir. Wegen der Verkehrsmeldungen. Das Autoradio ist kaputt. Wohin waren Sie eigentlich unterwegs? Zur Shopping City. Zum Heirigen. Ich werde euch genau sagen, wie alles war. Ihr gebt den falschen Alarm. Wir machen den Routinecheck. Und genau in dem Moment legt's ihr los. Eine doppelte Finte. Sehr schlau. Immerhin seid ihr nicht so blöd zu glauben, wir würden auf den Fehlalarm hereinfallen. Oh ja. Er schleicht sich in einem unbemerkten Augenblick in die Tankstelle, wahrscheinlich vermummt. Und die Polizei will einen neuerlichen Alarm ohnehin für einen Fehlalarm halten. Ne? Strümpfe, die Waffen, das Funkgerät und der Notruf stammt sicher von euch. Das werden wir noch feststellen. Meine Herren, es wird erhofft Befehl. Einen Moment noch. Ich hätte da noch eine Frage. Entschuldigung. Wenn ihr zwei die Tankstelle ausgeraubt habt, ja? Wo ist dann die Beute? Gut, ihr könnt sagen, ich hab sie weggebracht, aber wenn das so gewesen sein soll, wieso ertappen wir euch dann 100 Meter von der Tankstelle entfernt beim Beobachten des Tatortes? Hm? Könnt ihr mir das vielleicht schlüssig erklären? Du, Alfred, beim letzten Fortbildungsseminar zum Thema Verhörmethode, weißt du noch, welche die Hauptstrategie war? In Widersprüche verwickeln? Korrekt. In Widersprüche verwickeln. Alfred. Hm? Nicht mich. Was? Du sollst nicht mich in Widersprüche verwickeln. Ich wollte zwar nur in Sicherheit winnen, die kriegen wir schon. Du bist dir sicher, sie wollen's? Wer sonst? Na ja. Übrigens weißt du schon, dass wir an deinen Chefinspektor kriegen. Ja, sicher. Angst vor der Konkurrenz? Loser? Deine Frau. Sag, ich bin in einer Schiesserei. Er ist gerade beschäftigt. Ja, ja. Er benutzt seinen neuen Minicomputer. Ja, er ist immens nützlich bei unseren Nachforschungen. Was? Ja, ja, werde ich ausrichten. Wiederhören. Sag's mir nicht. Es ist aber quasi dienstlich. Ja, ich weiß. Sie gibt mir laufend Tipps, wie man Verbrecher fängt. Und warum? Weil sie mich beim Schnapp dem Mörder besiegt. Komm, machen wir uns noch einmal den Tankwart an. Also, sie legen auf und 5 Minuten später ist die Kasse leer. Und was war dazwischen? Na ja, eigentlich nichts. Ich war einer Frau behilflich. Als ich aufgelegt habe, steht sie vor mir und sagt. Die Polizei? Ja, die wollten wissen, ob ich ausgeraubt worden bin. Lustig. Und? Sind sie? Na. Na dann. Was war dann? Na ja, sie hat irgendein Problem im Auto gehabt, das nicht anspringen wollte. Das Auto war ganz in der Nähe geparkt. Und da sind Sie von der Tankstelle weggegangen. Das war doch ein Trick. Nein, ich wollte ja mitgehen, aber sie hat gesagt, das ist nicht notwendig. Sie wollte nur eine Auskunft. Was für Auskunft? Also am besten wird sein, ich zeige Ihnen das an einem konkreten Beispiel, ja? Weil ich weiß ja nicht, wie die Sachen heißen im Fachjargon. Es ist jedenfalls so ein Dings. Und hinten ist so ein ähnliches Dings. Tja, und ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie zusammenhängt. Das da. Ist das ein Zylinder? Und der ruckelt immer so komisch und macht so seltsame Geräusche, so. Ja, und da hinten ist alles dreckig, total verrußt. Meinen Sie, ich sollte das einmal ordentlich putzen? Ich hab ein paar Dinge nachgeschaut bei ihr. Hat aber alles in Ordnung. Ja, und wie ich zurückgekommen bin, war die Kasse leer.
Aber sie hat bestimmt nichts damit zu tun. Sie ist ganz normal weggegangen. Ich hab sie noch gesehen, wie ich mit der Polizei telefoniert hab. Polizei? Ich bin überfallen worden. Nein, das ist kein Witz. Okay, okay, abgesehen von Ihrer karitativen Zylindermission, haben Sie irgendwas gesehen, was uns weiterhelfen könnte? Nein, einen Moment. Ich meine damit, haben Sie irgendjemand gesehen, der vermummt war? Oder bewaffnet? Oder beides? Im Fachjargon ein Räuber. Männlich, erwachsen. Hausfrau kocht ein, damit die ganze Familie im Winter davon zehren kann. Wir sind vielleicht ausgekocht. Ah! Kochen nicht alles ein, frisch sind die meisten Vitamine drin. Ja, ich wollte es nur mal ausprobieren. Sag mal, sollten wir jetzt nicht die Jungs einweihen? Wir haben sie dann doch bewiesen. Na komm, das war doch der Sinn des Ganzen. So einfach geht das nicht. Das sind zwei verbohrte Machos. Die werden sagen, es hätte auch was schiefgehen können. Der Tankwart hätte etwas weniger Gehirn amputiert sein können. Es hätte eine Funkstreife vorbeikommen können, weil ein Kieberer Lust auf einen Eislutsch hat, was weiß ich. Na, dann wären wir doch jetzt im Knast, oder? Theoretisch ja. Die meisten erwischt's. Batsch, wie bei den Kröten. Wenn die Kröten zu ihrem Laichplatz hupfen, müssen dabei eine Straße überqueren, werden 8 von 10 dabei zermatscht. Statistisch. Ja, bei Verena war kürzlich der Obmann von einem Krötenrettungsverein. Schau, Billy, das heißt ja nicht, dass du deinem Heinz nie was sagen darfst, aber ein paar Kuhs müssen wir einfach noch machen. Wir kämpfen doch gegen ein jahrtausendealtes Patriarchat im Gangstergewerbe an. Was sagt denn Verena dazu, Eva? Das Thema Gangsterbraut, das war noch nicht. Aber du, heute Abend ist, glaube ich, mein Liebhaber ist Kaplan. Also für meinen Willi wäre das undenkbar. Willi? Welcher Willi? Na, der Nelke. Hört mal, die Männer dürfen nichts erfahren, ja? Und schon gar nicht Gunk und Nelke. Die sind ja die Konkurrenz von Hermann und Heinz. Was soll das? Seltsam, sehr seltsam. Heute ist eine Tankstelle überfallen worden. Und zwar in unserem Revier! Aber Gunk und ich, wir sind zur fraglichen Zeit vor dem Fernseher gesessen. Eine Geschwafelsendung, Kocak täglich oder so ähnlich. Über Menschen mit Identitätskrisen. Und zufällig habe ich gerade eine Identitätskrise. Denn wenn in unserem Revier eine Tankstelle überfallen wird, da müsste es eigentlich ich gewesen sein. Ich bin ja verdammt sicher. Dass ich es nicht war. Bin ich eine gespaltene Persönlichkeit? Moment. Ich weiß ja gar nicht, wer ihr seid. Ihr seht zwar aus wie Hermann Fleck und Heinz Kuffel. Aber deren Revier liegt im anderen Teil der Stadt. Oder habt ihr auch eine Identitätskrise? Wir wissen nicht, wer die Tankstelle auspumpt hat. Wir waren es jedenfalls nicht. Die haben nur geglaubt, dass wir es waren. War aber ein Irrtum. Was interessieren mich die Flinten? Wart ihr bei der Tankstelle, ja oder nein? Ja? Ja? Ja. Und was habt ihr dort gemacht? Sag's mir. Was tut man an einer Tankstelle? Wir wollten nur nachschauen. Nachschauen? Na klar, Hermann, du hast deinen Komplizen angerufen und hast gesagt, komm, wir schauen uns eine Tankstelle an. Einfach so. Heimlich. Tönt dich das an, Hermann? Sag's mir! Ich melde dich an, bei Kocak täglich! Insert. Hm? Hör auf, Nelke! Glaubst du, die Kieberer hätten's wieder freigelassen, wenn wir die Beute gehabt hätten? Und wohin wir die Kohle hinbringen sollen, ne? Wir wären selber froh, wenn wir wüssten... Halt die Luft an, Kuppel! Also, wenn euch wieder die Lust packt, auf ein bisschen Tankstelle beobachten. Wo werdet ihr das tun, hä? In unserem Revier. Na also. Oh.
nur wissen, wer uns die ganze Scheiße einbrockt hat. Stimmt. Wenn's Gunk und Nelke nicht waren und wir auch nicht, wer war's denn? Sicher, es ist nicht einfach, aber aufregend schon. Na, die Gefahr muss erregend sein. Freitausend, bitte. Ich würde mich dauernd beobachtet fühlen. Wieso? Glaubst du, die haben auch Überwachungskameras? Gottes Auge ist überall. Na, für den Kaplan gestern würde ich das auch in Kauf nehmen. Ha, der war doch süß in seiner Kotte. Und überhaupt sein Kaplan ist doch mal was anderes. Geld her. Oder du wirst sehr bald einen Kaplan brauchen. Regel Nummer 1, Effizienz, gleich mehrere Geschäfte erledigen, die am Bett liegen. Beide als Frauen verkleidet, brauchen Verstärkung für Großfahndung. Ende. Kommt's, Burschen. Gehen wir vorsichtig Zeugen suchen, aber immer an der Wand entlang, wenn wir suchen könnt, noch in der Nähe sein. Da schaut's aus. Du, Alfie, halt die Augen offen, vielleicht sind sie noch in der Gegend. Ich bin an der Tankstelle. Ja, ich weiß, dass das alles ein Schandgeld kostet. Aber ich habe mich nicht beherrschen können. Schau schon, was du gekauft hast. Eine Bluse von Karl Lebens. Nach Frömmel war schlüpft das sowieso alles wieder draußen. Echt Lederstrümpfe. Dafür steht's auf jeden Knopf und Bär oder Brust. Und sogar. Hier spricht die Polizei. Wir haben alles unter Kontrolle. Das ganze Gebiet ist abgeriegelt. Bitte stehen Sie für Personenkontrollen zur Verfügung. Oskar, wir garantieren Ihre Sicherheit. Wo sind Sie schon wieder in der Nähe dieser? Sie haben nichts zu befürchten. Überfall. Was schon wieder Überfall? Was wurde eigentlich aus dem Baby von der Tamara? Ist im Kinderheim gelandet. Ist wahrscheinlich besser für alle. Mhm. Habt ihr die Wäsche sortiert? Ja, sicher. Unten bunt, oben weiß. Wie lange dauert denn die Maschine noch? Bis das Schleudern aus ist. Hoffentlich springt der Deckel nicht auf. Ganz ruhig, meine Damen. Wir sind zu Ihrem Schutz hier. Bislang unbekannte Täter könnten sich in unmittelbarer Nähe aufhalten. Wir müssen den Raum durchsuchen. Danke für Ihr Verständnis. Sind Ihnen irgendwelche Personen aufgefallen? Möglicherweise maskiert? Ja, was ist denn passiert? Ein Banküberfall. Ein Überfall auf eine Boutique. Ein Überfall auf einen Juwelier.
Ja, da sind wir ja wirklich froh, dass Sie den gefährlichen Verbrechern auf den Fersen sind. Sind am Tatort Waschmittelspuren gefunden worden? Die nicht im Betrieb befindlichen Waschmaschinen sind leer. Und die anderen? Zur Feststellung müsste man sie ausmachen. Niemals! Nur über meine Leiche. Ich meine, dann ist das Programm unterbrochen. Die Maschine schleudert nicht, die Wäsche ist glitschen, die Megabärls bicken in den Fetzen. Mein Heinz, der kriegt einen Ausschlag. Das braucht dreimal so lang beim Trocknen. Wer ersetzt uns das? Also kürzlich war bei Verena eine Frau eingeladen. Die hat an Waschsalon-Depressionen gelitten. Seit die Chihuahua bei der Feinwäsche abgesaugt worden ist. Ist da nicht gerade eben einer vorbeigelaufen? Ein Chihuahua? Ein Verdächtiger. Wie hat er ausgesehen? Zwischen 25 und 45, 1,60 bis 1,80, groß, mittelbraunes bis blondes Haar. Ihm nach. Na? Serienüberfälle. Mit bislang unbekannter Kaltschnäuzigkeit verübten unbekannte Täter heute Mittag 3 Überfälle innerhalb von wenigen Minuten. Insgesamt erbeuteten sie in einer Bank, einer Boutique und einem Juweliergeschäft etwa 700.000 Schilling. Die Polizei schließt aus, dass es sich um Gelegenheitstäter handelt und ermittelt in Kreisen des organisierten Verbrechens. Die Täter könnten sich noch im Raum Wien aufhalten. Sie sind gefährlich und mit Sicherheit bewaffnet. Schnell geschaltet. Sofort reagiert auf die Fernsehsendung der Ringe hat eine Waschmaschinenfirma mit der Entwicklung eines Chihuahua-Filters. Unter Tränen hat er eine Hausfrau in der Sendung. Bitte konzentrieren Sie sich, aber bleiben Sie trotzdem ganz entspannt. Es ist möglich, dass Sie die Bilder erschrecken. Es handelt sich schließlich um Kriminelle und höchstwahrscheinlich sind die Täter darunter. Bitte los. Und? Das waren jetzt ja lauter Männer. Sicher. Aber die mich überfallen haben, waren Frauen. Schauen Sie, es gibt ja Verbrecher, die verkleiden sich oft, ne? Ja, das weiß ich schon. Aber es waren trotzdem Frauen. Gut. Danke. Der Nächste. Also der Kragen, der war ja eher so 70er Jahre. Also Ende 70er, Anfang 80er Jahre. In Mattocker mit einem Stich in Smaragd. Eine gewagte Kombination mit dem blonden Haaren. Aber gut, seit Gautier, anything goes, nicht? Sicher. Die erste Zeugin behauptet, dass die Täter Frauen waren. Was glauben Sie? Ich bitte Sie, Mann, Frau, Drag Queen. Das sind doch überholte Kategorien. Sie haben ausgesehen wie Frauen von einer herkömmlichen ästhetischen Perspektive. Aber das können durchaus transmaskuline Ex-Frauen gewesen sein. Mal so, mal so. Der Nächste. Wo ein Überfall ist, sind auch Täter stumpf oder wenigstens Verdächtige. Also verhaften, Sabor, sonst lese ich Ihnen morgen die Schlagzeilen vor. Scheiße, wir sitzen auf einer Dreiviertelmillion. Grüß Gott, Lenkerkontrolle. Grüß Gott, Herr Inspektor, wir sind zu schnell gefangen. Es tut mir wirklich leid. Die Kindergarten, ja. Wir sind alle auf dem Weg zum Kindergarten. Und wir haben Angst, dass es uns zu spät und dass die Knirpse ganz alleine warten müssen. Sie haben doch sicher gehört, das Verbrechen. Ja, wer weiß, vielleicht nehmen die unsere Kleinen als Geiseln. Ja, ist schon gut. Weiterfahren. Wen soll ich verhaften? Männer, Frauen und alles, was dazwischen liegt, soll ich dem Untersuchungsrichter sagen, er soll sie bei seinem Haftbefehl von überholten Mann-Frauen-Kategorien lösen? Ich hab gehört, der zukünftige Chefinspektor soll in den Fall einbezogen werden. Von mir aus. Weiß man schon, wer es ist? Großes Geheimnis. Angeblich einer, der direkt von der Ausbildung kommt. Stumpf? Nein, Schatzi, nein. Wir haben noch niemand verhaftet. Nein! Deine weibliche Intuition interessiert mich nicht. Papa! Meine Frau, weibliche Intuition. Ein weiblicher Zeuge, ein transfemininer Zeuge. Ja, kann man uns Geberer nicht mit den Verbrechern allein lassen. Nur wir Männer, Räuber und Gendarm. Es wäre so schön auf der kriminellen Welt. Ja. Der Nächste.
Mädels, die Beute bleibt im Auto, okay? Im Haus ist das zu heiß. Die Schnüffler könnten uns entdecken. Wieso Schnüffler? Mein Heinz ist kein Schnüffler. Sibylle, ich meine doch nicht deinen Heinz, ich meine die Kieberer. Der Hermann und der Heinz, die würden ja nicht einmal den Goldvorrat der Nationalbank unter der Fußmatte entdecken. Ja, aber wieso Kieberer? Es hat uns doch niemand erkannt. Ja, natürlich nicht. Wir sind ja auch Profis. Aber hast du vergessen, dass wir mit zwei amtsbekannten Gelegenheitsgaunern verkuppelt sind? Drei Überfälle in unserem Revier. Das war die Rache von Gunk und Nelke. Okay, wir schlagen zurück. Eine Bank, gleich morgen, ja? Was sich heute wirklich lohnt, ist Computerkriminalität und solche Sachen. Die ehrlichen Bankräuber werden geschnappt. Bei den Computer-Coups kennen sie die Kieberer nicht aus. Was sind das für Coups? Waschlappen. Aber die Heiratsschwindler, die Betrüger, Räuber, Trickdiebe, Scheckbetrüger, so traditionelle Berufsgruppen werden ausgerottet. Wann haben wir zum letzten Mal so einen richtig schönen Überfall gemacht? Stimmt. Lange her. 92, Italien? Genau. 3 Millionen Lire. Ja, und am Tag drauf wird die Lire abgewertet. 2 Nullen weg, patsch. Übrig bleiben 30.000. Da weißt du noch, wo wir mal in einer Bank völlig harmlos herumgestanden sind, zum einen Plan ausdüfteln? Wo wir gleich erwischt worden sind? Ja. Ja, aber nicht wegen unserem Plan, um die Bank ausrauben, sondern wegen Rauchen in öffentlichen Gebäuden. So schaut's aus. Du hast recht. Manchmal kommt mir die Welt vor wie ein Heim für schwerziehbare Kinder. Und wir sind die einzigen Kinder. Ja, ich glaube, wir sind einfach ein bisschen eingerostet. Machen wir das letzte Mal so richtig herumballert. Ha? Jetzt geht das wieder los. Na komm schon, ein bisschen frischer Wind nach der harten Arbeit. Ja, was macht's denn ihr schon? Während wir der Polizei Gefechte liefern, Wäsch waschen. Aus der Waschtrommelperspektive schaut die Welt natürlich anders aus. Also mich würde wirklich brennend interessieren, welche Gefechte ihr der Polizei liefert. Wir? Wir haben uns einen Weg freigeschossen, nachdem uns die Kieberer in letzter Sekunde den Überfall vereitelt haben. Mehr oder weniger. Ah ja. Der Tankstellenjob. Der ist vereitelt worden. Na sowas. Vielleicht klappt's ja das nächste Mal. Du glaubst aber vielleicht irgendjemand, dass ich mir das gefallen lasse? Dass da andere in unserem Revier wildern und uns alles vermasselt wird? Ich verlange von Rutte ein Treffen des gesamten Syndikats. Scopetta, genannter Fesche Luigi. Heiratsschwindler. Kommt langsam in die Jahre. Das Geschäft geht immer schleppender. Er ist der ledigste Heiratsschwindler unter der Sonne. Der Willy Brandt, genannt Nelke. Und der Edi Gunk. Spezialität: bewaffneter Überfall, Einbruch, Erpressung. Beim letzten Überfall auf der Trafik haben sie alle Magazine leergeschossen und sind entkommen. Die Trafik war an dem Tag allerdings geschlossen, weil der Besitzer bei der Jahresversammlung der Kriegsinvaliden war. Und der Roman Seiser, Geldfälscher. Offenbar wieder im Geschäft. Na also, das sind sie alle. Wie es ausschaut, eine Vollversammlung beim Rote, dem Kapo. Da ist was im Busch. In der Tulpe. Überfälle. Serienüberfälle. Tankstelle, Bank, Boutique, Juwelier, Wechselstuben in jedem Revier. Auch in unserem.
Und wir waren an keinem einzigen Ding beteiligt. Wir verlangen. Wir verlangen Aufklärung. Überfälle, Serienüberfälle, Tankstellen, Banken, Boutiquen, Juweliere. In jedem Revier. Wie soll das weitergehen? Bitte, wir haben schon seit langem nichts mehr gedreht. Weder in unserem Revier noch sonst wo. Wir bereiten was vor. Was Großes. Wir können im Moment keinen Wind gebrauchen. Außerdem geht zumindest der Tankstellenjob auf euer Konto. Das wissen sogar die Kieberer. Allerdings. Welche Tankstelle? Was wissen schon die Kieberer? Moment! Ich glaube, ich habe wieder eine Identitätskrise. Ist das da ein Gangstertreffen oder ein Kaffeekränzchen? Bitte, wer soll denn da sonst noch agieren in unserem Revier? Oder, Capo? Gibt's Neuzugänge? Na also, dann raus mit der Beute. Ich hab schon gesagt, wir waren's nicht. Ja, wir aber auch nicht. Ich weiß, ihr überfahrt ja nur geschlossene Trafiken. Wir können auch anders. Nur zu. Neuigkeiten. Vor einer halben Stunde ist ein Auto überfallen worden. Neuigkeiten. Vor einer halben Stunde ist ein Autohaus überfallen worden. Na, sehr schön. Sind ja alle da. Schön, dass ihr euch hier so gut amüsiert. Ich glaube, wir sind nicht die Einzigen, die sich selbstständig gemacht haben. Hallo, Vicky. Habe ich dir schon gesagt, dass du fabelhaft aussiehst? 7.564 Mal, aber trotzdem danke. Irgendwelche Ehen in Sicht? Ein Heiratsschwindler, der das Zölibat lebt. Halleluja. Also doch. Da sind andere in der Stadt am Werk. Wahrscheinlich eine Mafia. Vielleicht eine ausländische Mafia. Eine Russenmafia. Die Nigeria-Connection. Gebt es an die Presse weiter, dann haben die was zum Schreiben und wir können in Ruhe ermitteln. Der Boss will wissen, ob ihr bald fertig seid mit dem Zeigst du mir deins, zeig ich dir meins. Der Boss will Resultate sehen. Wer in den nächsten 10 Tagen keinen Coup landet, fliegt raus. Entweder ihr seid Gangster oder ihr meldet euch bei der Schulwegsicherung. Wir werden inzwischen rausfinden, wer außer uns in der Stadt agiert. Wie wollt ihr das denn rausfinden? Der Boss hat seine Kontakte. Und raus. Luigi, 10 Tage Brautschau. Meinen Segen hast du, Luigi. Stumpf! Ich gebe Ihnen noch 10 Tage. Die lassen wir nicht mehr aus die Augen. Da ist der Fluchtweg. Was? Der Fluchtweg. Da ist die Bootsparkasse. Da ist das Hotel. Und da sind wir. Geh heim, Sie. Ich hab gedacht, das wird eine romantische Fiakerfahrt. Bisschen schmusen, hm? Das ist doch alles nur Tarnung. Die Kieberer sind uns auf die Fersen. Wir müssen uns so unauffällig wie möglich verhalten. Du, Heinz, ich muss dich was fragen. Was ist denn? Wenn du Rodin wärst und ich deine Camille, wärst du sauer, wenn ich deine Skulpturen mache? Bitte? Fiaker. Sie können nicht schneller fahren. Geht auf die Überholspur und schüttelt den anderen Fiaker an. Nicht auch die Übles, wir sind ja nicht in der Kreau. Hermann, ich habe eine Idee. Komm schon, ich weiß, wie man mit denen umgeht. Die Leute sind ausgestiegen. Die brauchen wir eh nicht.
Falschen noch dran. Werde Arsch und Schwirren! Freuen Sie, wie haben wir das gemacht? He? Was denn? Ja, die Kieberer abgeschüttelt haben. Zack, eine in die Hofburg, Mantel tauschen und zack, alle vom Fiaker. Und jetzt warten alle Banken nur drauf, dass wir es ausrauben. Du, ich weiß nicht, aber das war doch eigentlich der Schmäh von der Tele, oder? Okay. Ich fühle mich wie der Prohaska vor Waterloo. Du meinst Napoleon? Nein, Cordoba. Der Napoleon hat aber verloren in Waterloo. Nein, ich hab gemeint wie der Kranke vor Cordoba. Ich vermiss die Billy. Komm jetzt. Morgen ein schneller Überfall, ein bisschen untertauchen und dann geht's ins Ausland. Du, ich ruf sie schnell an, ja? Sie ist sicher bei der Till und macht sich Sorgen. Nix, nix, unser Telefon wird abgehört. Ich sag doch eh nix. Adele, hallo. Servus, der Heinz, ja. Du, gibst mir die Billy mal kurz, ja? Okay. Hallo. Na, wie geht's dir? Bei uns auch, ja. Du, ich wollte sagen, wir gehen morgen einkaufen, ja? Was, ihr auch? Na, Billy, wir machen morgen unseren Einkauf, verstehst du? Ja. Die ist so naiv, die Billy. Die gehen morgen auch einkaufen. Was? Okay, Shopping, ja? Gut. Na, dann macht er sich wenigstens keine Sorgen. Ja? Okay. Gut, alles fein, ja? Du, ich dich auch, ja. Okay. Papa. Der Heinz ist süß. Er meint, er geht morgen auch einkaufen. Na ja, kann schon sein. So, Mädels, morgen gibt's Hausfrauenregel Nummer 2. Beim Einkaufen heißt's früh aufstehen. Zum Singen. Postsparkasse hier bei uns. Was ist denn los mit dir? Hast Cheese? Na, na, geht schon. Es ist nur. Mir ist irgendwie nicht gut. Heinze, in einer halben Stunde haben wir es hinter uns. Bist aber wirklich bloß. Vielleicht sollten wir vorher noch was essen. Make money! Heinze! Geht's besser? Also, gehen wir schon und Plastiksack, alles da? Sicher. Pass auf, heute machen wir es ganz unauffällig. Wir schleichen uns rein, maskieren uns erst, wenn wir wissen, dass es sauber ist. Ist mir recht.
da los? Ein Überfall. Ja, gleich. Schnell. Überfall! Hilfe! Polizei, Überfall! Da sind da Leute, Polizei, Hilfe! Jetzt, wir müssen aus. Fünf Minuten spät und alles nur wegen dem Würstel. Scheiße. Wir werden verfolgt. Hermann, Hermann, wir haben doch schon wieder nichts Kriminelles gemacht, oder? Wir haben nichts gemacht. Ja, an uns liegt's wirklich nicht. Wir wollen ja, aber man lässt uns nicht. Und jetzt verfolgen sie uns, ey Deppen. Oh oh. Oh mein Gott. Scheiße, wo ist die Zwiebel? Ah, Braut. Und? Was habt ihr den Bräutigam? Ach, Inspektor. Es ist so furchtbar, aber. Die Observierten sind in einem Hotel. Ich habe Zutritt zu ihrem Zimmer verschafft und Pläne gefunden, die mit der Sparkasse in Zusammenhang stehen. Passt. Herr, ich werde Ihnen jetzt Bilder von den in Frage kommenden Verdächtigen vorlegen. Ich weiß schon, dass die Täter maskiert waren, aber versuchen Sie, sie zu identifizieren. Sie sind sich nicht sicher. Ja, das könnten die sein oder auch nicht, nicht wahr? Verhaften. Wir machen eine Gegenüberstellung. Verhaften. Verhaften! So, Herr Gungl, Sie können Ihnen jetzt ruhig Zeit lassen. Wir werden Ihnen jetzt ein paar Männer vorführen und Sie werden uns sagen, ob die es waren. Bitte los. Es waren doch eher Frauen. Die sind alle zu maskulin. Oskar, Oskar. Ich hab da was, was uns weiterhelfen könnte. Zeitung? Na da, schau dir das an. Palmas Filiale feiert 100.000. Kunden. Ein Mann, der Bankbeamte Heinz Meyer, wollte seine Gatte mit Geschenken überraschen und gewann als 100.000. Kunde der Palmas Filiale der Rotentorgasse Warengutschein und einen Geschenkkorb. Das Sortiment der Boutique umfasst Strumpfhosen und Dessous. Heinz, der feminine Bankbeamte. Die Identifizierung wird wiederholt. Oh, Johnny! Where did you go? You told me that you love me when we live in Soho. I hope you know that I can't steal the world alone. So please come on home. I'm Johnny. Huh? Ich weiß nicht. Kommen, Sie brauchen die da ja nicht heiraten. Gefällt es Ihnen ein bisschen? Ich meine, könnten es die gewesen sein? Bitte sprechen. Gut, Herr Obertalli. Stimme ein bisschen höher. Gut, Herr Obertalli. Ja, vielleicht. Na, also. Alfred, zwei Haftanträge für den Urrichter, Hausdurchsuchungsbefehle. Bitte. Und die zwei Tanten bleiben da. Nach intensiven Ermittlungen konnte die Polizei heute zwei Männer verhaften, auf deren Konto die Überfallserie in den letzten Wochen gehen soll. Die Täter hatten
verkleidet. Ja, mir ist es ja auch unangenehm. Sag mal, spinnst du? 30 Jahre alten Heinz. Was heißt unangenehm? Wir sind schuld, dass die zwei im Gefängnis sitzen. Eigentlich ist es ja wieder einmal typisch. Alles, was wir Frauen machen, wird automatisch den Männern zugeschrieben. Ich hab's euch ja gleich gesagt. Was hast du gesagt? Dass mein Heinz im Knast enden wird? Sibylle, bitte, jetzt sei doch kein Spielverderber. Sollen wir jetzt zur Gleichbehandlungskommission gehen und einklagen, dass eigentlich wir die Täter sind? Hey, was machst du? Mir reicht's, ich rufe die Polizei. Du wahnsinnig! Da können wir ja gleich zur Rutte gehen. Naja, deshalb fühlen wir uns eben schuldig, dass der Hermann und der Heinz einsitzen. Weil. Na? Ach, weil die Überfälle eben auf unser Konto gehen. Und deshalb wollten wir sie eben um Rat fragen. Hm. Was wir tun können. Hm. Ich meine, es tut uns furchtbar leid. Es wird einfach nicht mehr vorkommen. Ja. Der brummt nur. Was meinen Sie? Bemüht euch nicht, Mädels. Aus dem kriegt ihr nichts heraus. Der ist ein seniles Wrack. Aber er ist doch der Boss. Offiziell ist immer ein Mann der Boss. Das muss so sein. Und jetzt zu eurem Problem. Wenn ihr eure Flaschen da wirklich rausholen wollt, gibt's nur eine Möglichkeit. Welche? Ein neuer Überfall. Die Polizei wird die Bilder aus der Überwachungskamera mit den Zeugenaussagen vergleichen. Und damit haben Heinz und Hermann ein Alibi. Der Untersuchungsrichter wird sie wieder auf freien Fuß setzen. Das gibt's doch nicht. Wir haben die falschen Tunken. Aber die waren da dauernd am Tatort. Außerdem sind sie identifiziert worden. Aber nur maskiert. Und die Beute ist weder im Hotel noch im Auto noch bei ihnen zu Hause gefunden worden. Weißt du, was das bedeutet? Der Urrichter wird's entlassen. Und wir können schon wieder auf Brautschau gehen. Willkommen daheim! Alles okay? Was macht's denn Esther? Zufall. Aha. Was ist los? Ist dir eine Laus über die Leber gelaufen oder was? Ist echt der Waschmaschinendeckel auf den Kopf gefallen? Ihr wisst zwar nicht, was los ist. Da draußen sind Kriminelle am Werk. Wahrscheinlich ein ganzes Syndikat. Eine Mafia. Das ausschaut, haben die einen Draht in höchste Polizeikreise. Sogar Rute ist ratlos. Ja, allerdings. Ach, du findest das witzig, ja? Das sind Killer. Wir müssen uns verstärken. Ja, aber genau das wollen wir ja vorschlagen. Billy, wir haben jetzt eine Besprechung mit Gunk und Nelke, okay? Uns in die Garage, da sind wir ungestört. Heinz! Heinz, wenn du jetzt gehst. Billy. Nimm's nicht schwer. Schau, die meisten Gangsterbräute verlieren ihre Männer, weil sie einsitzen müssen. Wir lassen unsere einfach selber sitzen. Glaubst du, Nelke lässt mich mitmachen? Ja, aber wo sollen wir denn hin? Nach Tahiti. Was machen wir denn dort? Wir gründen ein Gangsterbräute-Syndikat und einen Kindergarten für Gangsterbräute-Kinder, damit wir unsere Karriere nicht aufgeben müssen. So, und jetzt trinken wir mal einen Kaffee und nachher gehst du in die Stadt und besorgst Tickets nach Tahiti oder sonst wohin, ganz egal. Weit weg! Ja, komm. Nelke hat recht. Sofort? Los. Scheiße, wie soll man da einen sinnvollen Überfall machen? Nur die Ruhe. Beim Überfall ist sowieso gescheiter, mit einem gestohlenen Wagen zu flüchten. Die Besitzer von zugedeckten Autos sind prinzipiell auf Urlaub. Was du meinst, wirklich? Also Autos mit Präservativ sind ohne einen sicherer. Alte Verkehrsregeln.
Schau, das ist gestohlen gemeldet. Die Medaille blau und schwarz. Kennzeichen W, 90-30-AB. Scheiße. Die viermal. Ich bin's, euer Präsident. 1, 2, 3, 4. Familienausflug. Ein gestohlener Wagen. Aufmachen. Was werden wir da jetzt noch alles finden? Hm? Was heißt da schon? Das gehört halt uns. Das gehört jemandem anderen. Ja, das ist ja das Problem, ne? Das soll wohl ein Witz sein. Ein Witz? Was meinst du, wo ich den her hab? Vom Kaugummiautomat? Das heißt, die Überfälle gehen alle auf euer Konto? Billy, warum hast du mir nie was gesagt? Mann, das frag dich doch mal selbst. Angefleht habe ich dich, dass du mich mitmachen lässt. Aber nein, der Herr Großverbrecher will ja unter sich sein. Na, die Gelegenheit hast du jetzt. Respekt, Baby. Das hätte ich mir nicht gedacht. Aber da könntest du ja sicher aussehen, Winter, oder? Leider, Baby. Aber das ist reine Männersache. Da kann man ja Ausnahme machen. Oder? Ein Witzchen. Ich hoffe, du vergisst die Point nicht in den nächsten 15 Jahren. Verdammt, wir werden euch verpfeifen. Ja, sicher, ihr seid ja unglaublich glaubwürdig. Die Polizei wird an euren Lippen hängen, wenn ihr gesteht, dass eigentlich eure Bräute die Raubzüge begangen haben. Während ihr den Haushalt gemacht habt. Billy! Wir können alles beweisen! Durchsucht es also! Schlammern seid ihr! Falsche Schlammern! Kriminelle! Adele, stell dich! Wir haben an! Zwei Tatorte, zwei starke Ermittlerinnen. Maria Furtwängler, Heike Makatsch. Ich möchte gerne die Gelegenheit nutzen, Ihnen auch offiziell unseren Zuwachs zu präsentieren. Die neue in Freiburg und die routinierte in Hannover. Tatort im Doppelpack. Heute der sanfte Tod. Und morgen Premiere für 5 Minuten Himmel, 20.15 Uhr, ORF 2.